Leute, wir sind jetzt wieder die zwei Lappen aus Lappengame TV. Das bin ich und Sven. Servus. Und wir spielen heute wieder Plants vs. Zombies Garden Warfare und Wissenschaftler. Den ganz normalen spielen wir. Und ja, es geht los. Wieder auf Vorstadtkrieg. Ganz genau. Und zwar Abschlussbestätigung. Team Deathmatch. Die Runde hier ist Team Deathmatch. Ach komm schon, ich will nicht sterben. Töte ihn dafür. Nee, ist Abschluss bestätigt. Hast gesehen, es ist Abschluss bestätigt. Dann brauchst du nicht wiederbeleben. Bei Abschluss bestätigt ist wiederbeleben eigentlich dämlich. Weil dann habe ich weniger Leben. Premium Heal. Yo. Gar nicht übertrieben oder so. Ey, ich sehe nur... Sterben. Alter, ich habe gerade wirklich 58 Damage mit einem Schuss gemacht. 58. Ich stand direkt neben ihm, habe ihm ins Gesicht geschossen. 58. Nein. Ich wollte gerade die Kugel aufsammeln. Was ist da eine Kartoffel? Ich sehe sie nicht, ey. Nein. Eine schöne 100 Punkte gewesen. Und ein großer Punkt. Hier wird nicht gerechnet auf Teamsieg, hier wird gerechnet auf 100 Punkte für mich. Ah, die sind alle da oben. Auf unserem Baumhaus neben der Chillerbank. Auf der einen anderen, auf einer der Chillerbänke. Oh. Yo, ich sammle das Ding ein und lande danach direkt in der Kartoffel-Nugget-Mine. Da. Sehr geil, muss ich schon sagen. Du auch? Ja, Kartoffelmine. Ich sehe sie so auf dem Boden, was mache ich? Ich laufe rein. Hättest du zu spät gesehen, Alter. Komm schon, ja. Ich wollte schon sagen, der muss doch auch irgendwann mal tot sein. Jetzt, ich habe mich aufs Dach hochgeworfen beim Wissenschaftler. Jetzt muss ich die Kugel hier einsammeln, wenn ich schon schaffe, mich aufs Dach hochzuworfen. Da muss ich auch irgendwas bringen. Aus der Distanz habe ich den Kaktus gekillt, Alter. Aber aus großer Distanz. Ja, komm, da habe ich keine Chance gegen dir da. Ja, du kannst mit dem Standardwissenschaftler auf Distanz auch einiges reißen. Nein. Ha, ich bin über dir. Auch wenn ich gerade nicht gut spiele. Ja, ich bin auch nicht so geil. Anstatt die Kugel einzusammeln, von dass der Kaktus das macht und sein Team auch jetzt macht das. Erstmal wegrennen, ne? Ja, geil, jetzt ist eine Flasche runtergefallen. Geil, dann. Nein, nicht Revolverheld. Revolverheld ist unfair. Revolverheld ist echt unfair, Alter. Feuerkaktus genauso. Da kommt schon mein Premium hier, der muss ja einfach den Arsch retten. Ne? Geiler Schuss. So, jetzt steht hier wieder der Nicht-Premium hier, der loweste von allen einfach. Scheiße. Ich hol deine Kugel, dich hole ich nicht. Ah, ich hol deine Kugel doch nicht. Der war schneller, aber ich hol seine Kugel. Jetzt kletter ich wieder aufs Dach nach oben, ich mag Dächer. Ich sage, Wissenschaftler auf Dächer hoch, Reddit ist ziemlich witzig. Heilblume down. Da drüben, der ist MG gegangen, der Pisser. Holt ihn dir, der ist direkt neben dir. Wo denn? Da drüben. Ja, der ist da. So, jetzt versuche ich hier scheiß Kugel zu sagen. Weiter hoch und dann... Oh, no! Oh, da ist noch einer hoch. Anstatt oben zu bleiben, dass den keiner die Kugel nehmen kann. Nee, er springt runter und stirbt. Komm inzwischen sogar mit dem Wissenschaftler nach oben, Alter. Also. Ohne Mist, inzwischen hab ich so viel einfach schon mit dem Wissenschaftler rum teleportiert, dass ich schaffe auf die Häuserdächer hochzukommen, ohne Probleme. What war Revolverheld! Ja, okay, wenn ich nur 100 Leben habe und der von der Seite schießen anfängt, dann ist vorbei, bevor ich merke, dass ich abgeschossen bin. Wenn er trifft.
Feuer nicht jetzt lang. Heute war. Aber hier brauche ich. Ja, komm zurück. Ich brauche deine Hilfe, diesen scheiß Feuerabsen. Ja, ja. Hier. Oh, ich hab sie. Ja. Oh, Alter. Ja, da hinten, Alter. Du wieder den Feuerabsen, das kann doch nicht sein. Oh nein! Im Feuer gestorben. Und hier liegen zwei Kugeln. Alter. Hier habe ich auch noch beide gesnackt und mir danach eine Kartoffelmine getan. Anstatt zu schauen, dass eine Kartoffelmine ist. Nein, ich habe mich rein teleportiert, weil da ist jemand hingelaufen und wollte Kugeln sichern. Also bin ich einfach rein teleportiert, habe beide Kugeln eingesammelt und bin selber verreckt. Aber lieber zwei einsammeln und sterben, als keine einsammeln und sterben. Weil ich hatte eh fast kein Leben. Ach komm, wieder eine Kartoffelmine, ich sehe es einfach nicht. Ist genau vor mir liegen, ey. So schlecht, ey. Ich sehe sie meistens schon, aber meistens ist es zu spät, wenn ich sehe. Ich denke, hat irgendwie in der Luft mit und auf die Zufliege oder so. Oh, Alter, das sind schon drei Feuerabsen, Alter. Und eine davon habe ich gerade auf dem Dach oben weggeholt. Müsste doch irgendjemand hochkommen und das Ding einsammeln. Mach ich jetzt. Nein, der YOLO-Wissenschaftler hat es nicht geschafft diesmal. Weil hier einfach zu viele Erbsen sind. Okay, ich habe wieder eine getötet und das Ding eingesammelt. Deine Kugel gesammelt. Oh, stirbt nicht! Ist klar! Blume. Mann! Okay, Standardwissenschaftler ist nicht so klar. Der Standardwissenschaftler ist nur im richtigen Nahkampf gut, weil da macht er halt irgendwie 50 Damage oder so. Also du musst halt wirklich direkt neben ihm stehen und treffen. Wenn du bei dem am Gegner bist, dann ist er am Arsch. Ich hab keine Vierer-Serie einfach am Schlüssel. Einfach nur mit hin teleportieren und weghauen. Sechser-Serie, ich verbessere. Jetzt rennt er wieder weg. Oh, lass schnell weg, nach. Wahrscheinlich stelle ich wegen Nachladen. Nein. Alter. Und schon wieder ein Kill in der letzten Sekunde gewonnen. Ich habe mich schon schwarz gemacht. Jo, mal wieder gewonnen, Alter. 5400 Münzen in so einem Shotgame? Okay. 4400. Gut, dann haben wir noch einen hinten dran, oder? Jo, wahrscheinlich wieder ein Team Deathmatch. Wahrscheinlich, und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Servus. Jojo Leute, wir sind wieder am Start und wir spielen wieder Plants vs. Zombies Garden Warfare. Mit Zombies, mit Sven. Natürlich. Ich bin der Sven. Echt, dachte ich nicht. Doch, dachte ich schon. Also eigentlich ja nicht, aber jetzt bin ich's doch. Und ich bin ein riesengroßer Schokoladenschnapper. Lol, hast du auch Schokoladen? Hast du auch Schokoladen-Set? Hast du es auch genommen? Ja! Gerade eben, wo du es gesagt hast, habe ich drauf gedrückt, Alter. Ja, ich hab's komplett schon. Ich bin schon im Game und renn hier mit. Und renn schon mit Full. Was haben wir denn noch hier? What? Ich war auch Schokolade, Alter. Imano 1:3 hat einfach jetzt schon 3 Kills gemacht. Silber in der Welle. Ich habe einfach meinen kompletten Schnapper nur in Schokolade gemacht. Das sieht so geil aus irgendwie. Mit dem Käse-Ding unten drunter. Und dein Rest Schnapper. Wie sie alle mit ihren Drohnen rumfliegen. Ja, wenn man schon eine Sonnenbrille hat, braucht man auch Augen, Leute. Ne? Also, wenn dann denn schon. Was geht los? Lasst uns durchdrehen. Du kriegst nicht von meiner Schokolade was ab. Ich hab den noch geholt, ey. Gerade läuft bei mir nicht so. Ich glaube, unser Team verliert die Runde. Oh. Weil die haben so viele Inschies, einfach die mit Drohnen unterwegs sind. Das ist abnormal. Oh Mann. Ja, wieder so eine scheiß Lärmgranate, ne? Und dann... Ja, deswegen vergrabe ich mich bei Inschies immer erst dann, wenn sie ihre Granate schon geworfen haben. Komm schon, jetzt rüsten.
Ja, so geht's auch. Einfach totbeißen. Oh, oh. Danke. Schön. Oh nein, Inchi. Lärmgranate und ich bin gleich eingefroren. Ja, ich bin eingefroren und noch eine Lärmgranate. Sorry, war zu spät. Nein! Ich dachte schon, du müsst ja. Jetzt macht er noch so einen scheiß Pogo-Dance, Alter. Jo, ich hab einen mit Kochkäse gekillt. Pogo-Dance. Kochkäse. Komm schon, Drohne. Was ist jetzt Alter? Los? Ich weiß nicht. Alter, alle explodiert. Ohne Scheiße. Hier ist schon wieder lauter Eistyp auf mich. Alter, Wichser ist so ein Scheiß. Ach komm, hier sind schon wieder zwei da oben. Kann doch echt nicht mehr sein. Also aus der Staffel einfach keine Chance, die sich nur in Teams aufhält. Die müssen zusammengehen, Markus. Die müssen uns irgendwo treffen und dann einer schleimt ein, der andere frisst irgendwie so. Oder beide beißen drauf rum. Lass mal treffen, komm mal in meine Richtung. Schokolade. Da oben sind sie. Jo, ich hab von hinten geballert. Was ist jetzt los? Wird von überall. Oh nee. Bist du dort? Ja, wo ich mich vergraben habe, Alter. Oh ja, und der hat genau in dem Moment, wo ich ihn gefressen habe, sein Fressen aktiviert. Hast gesehen, Alter. Jo, jetzt hat mein Schleim ihn getötet. Bei Kochkäse. Ja. Den auch noch. Eine mit Kochkäse gekillt und boah, Mann, das ist mies. Ich hüpf runter und in dem Moment kriege ich Raketen in den Rücken. Nein, ich hab's nicht gedacht. Scheiße. Ja, mit Kochkäse für dich ist es am schwersten von allen zu zielen. Hast du auch Kochkäse? Ja. Mit Kochkäse für dich ist es am schwersten. Dafür macht Kochkäse auch den meisten Damage. Ist einfach so. Oh, komm schon, jetzt weck mich nicht auf. Boah, die sind einfach zu dritt, ein Inch hier auf dem Ding. Der Wissenschaftler, der sich zweimal vor mir wegteleportiert hat und einer der Raketen auf mich schießt. Das ist doch scheiße. Hallo, kann er jetzt mal gegessen werden? Ich will dich verlieren. Die Runde ist so schlecht, das kann man endlich ja... What? Die Kocke sich durch den durchgespossen. Ist hier auch noch, jawohl, und der hat mich gut dabei. Ja gut, einer ist noch oben, ne? Ja. Hey, Kochkäse! Und der hat natürlich wieder den Wissenschaftler geholt! Ja, hab ich doch gesagt, der wollte. Ich hab schon voll der coole Move jetzt hier weg, vor der Drohne. Komm, zeig dich, du. Kochkäse! Erwischt. Und der hat's wieder überlebt! Der Kochkäse und zwei Wissen und der überlebt's einfach! Ey, ich bin gerade einfach Dritter aus dem Pflanzenteam von unten. Das ist schon echt mad. Oh nein, ich brauch mal wieder einen Besten hier. Ja, ich finde auch voll cool, dass meine Zunge aus Marzipan ist. Das hat schon Style. Ja, ich mag kein Marzipan, Alter. Aber es sieht verdammt geil aus, wenn einfach deine Zunge aus Marzipan ist. Ja komm schon, jetzt friss ihn doch. Kann doch jetzt nicht echt sein. Ohne Mist, ich bin unter dem Wissenschaftler, drück viermal, dass er ihn fressen soll, es passiert nichts. Dann teleportiert er sich ganz gemütlich weg. Ich wirf eine Haftbiene, die mich instant killt. Obwohl ich unter der Erde bin. Alter, es packt einfach so hart. Oh man, jetzt kommt so ein Scheiß. Wieder der Manuel, der Wichser. Es sind einfach so viele auf dem Dach da oben, da muss einfach mal eine Bohne rein. Ja, es gibt aber keinen Erbsenkanone. Doch, wir haben Erbsenkanone. Ja, die kennt's nicht. Da muss ein Profi ran, so wie mich. Jo, Alter, die regeln mich gar nicht auf. Du gehst so frisst einen, es sind hier vier Leute hinterher und ich töte.
Ohne Witz, du musst dir die schon mal reinziehen, die da drüben auf dem einen Dach abziehen. Die sind einfach alle die komplette Zeit. Wir müssen da zusammen rein, damit wir gleich zwei von denen fressen. Jo, hier steht ein Paläontologe, der ist weiter. So, ich hab zwei Leute geholt. Jo, ich bin auch mit Obi jetzt. Sind ihr doch wer? Ja, nee, glaub nicht alles. Okay, oh, da, stopp, hier unten. Natürlich, ich schleife wieder ein, sein Megafon fliegt trotzdem noch. Und er hat natürlich überlebt, dass ich 100 Leben gezogen hatte. Er hat mit 12 AP überlebt, obwohl er eingeschleimt war und viermal gebissen wurde. Toll. Jetzt sind sie alle auf die andere Seite gewandert, oder was? So, eingeschleimt ihr Bütchen. Ja, die sind wieder auf dem Dach, die Spasten, Alter. Jetzt sind sie einfach auf dem anderen Dach drüben. So, Asti, aber trotzdem gewinnen wir. Das ist halt das Bittere, das ist die Ironie an der Sache. Alter, na, weil alle... Jawohl, ich hab sie alle eingeschleimt auf einmal. Nein, ich wollte gerade ein Essen, was kommt. So eine scheiß Zombie-Stinkwolke. Ist klar. Ah, jetzt ist hinter mir natürlich ein Pilotenschlag. Jetzt haben wir eine ganze scheiß Armee da, Alter. Ohne Witz. Yo! Der ZPG-Rakete im Springen und Rennen einfach One-Hit. Was ist, wenn das heute nicht so geil? Nee, das liegt aber auch an Tester, weil der nicht spielen kann. Oh. Nicht getroffen. Der hat viel zu wenig Lebensmittel und seine Eigenschaften sind keine außer schneller verdauen. Und das kann halt der Hot Rod auch, also ich muss sagen, der Chester ist mit einer meiner beschissensten Schnapper. Aber hier gewinnt er, das ist die Der hat den nicht gegessen, Alter, was ist das für eine Scheiße? Jetzt, Alter, jetzt kackt wieder Gartenwurf ab, Alter. Ach, zumindest habe ich einen gegessen, wenn ich jetzt sterbe. Jo. Ultra-Tackling natürlich, weil das andere Tackling hätte ich ja überlebt, darum muss ein Ultra-Tackling kommen. Oh, ich hab den wieder nicht getroffen, Alter. Ist klar, ist aber klar. Jo, wir haben gewonnen. Oh Mann, so eine Scheiße, Mann. Ist wieder Scheiße. Ja, alles Scheiße hier. Egal, wir haben gewonnen. Nee, Scheiße. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt positiv oder negativ war. Ich bin 100% negativ. Ah, ich war der 1er KD. Okay. Das ist noch akzeptabel. 1-2. Jo, ich bin bestimmt negativ. Sagt er und spielt mit dem Schnapper bei dem Team Deathmatch ist erster Platz und setzt sich bei der 1-2. Ist doch scheiße. Also Leute, ich muss sagen, die Runde war zwar scheiße, aber wir haben gewonnen. Und an der Stelle würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Servus genau. Und ciao. Servus und ciao.